ist das schön warm. Kannst du einen Kaffee kochen? Ja. Ja, das sieht ja geil aus, oder? Die Wolke da drüben. Ja. Bleiben wir gleich zu locker hier. Ne? Oh mein Gott. Was ist eilig? Wir müssen uns beeilen, ja, damit wir mit dem Regen kommen. Willst du den Regen kommen? Nee, will ich nicht. Ich will in die Traufe. Ein Hohlweg. Also Quetz. Wie aus dem Prinzessinnen-Schlüssel. Komm, ich hab Durst. Aber du schaffst es, Armin. Oh ja, mach mal ein bisschen Blödsinn, Beine. Vielleicht fällst du hin. Hopfen wir mit beide Beine. Jetzt schau mit dem Auto nachfahren können. Da haben wir einen schönen Weg aus zu. Was in der Ritterrüstung früher hochgelatscht. Mit der Ritterrüstung hochgelatscht. Ja. Um. Wo ist denn deine? Eine Burg zu erobern. Die muss schnaufen. Bier. Der Hohenöfen war bereits im Altertum besiedelt. In der spätkeltischen Latenezeit 450 bis 1 vor Christus bildete er einen Außenposten des bekannten Heidengrabens Oppidums, das die ganze Erlenbrechtsweiler Halbinsel der Schwäbischen Alb umfasste.
Bier. Ja. Die Burg wurde zwischen 1100 und 1120 von Mangold von Zulmendingen, der sich später von Neufen nannte, erbaut. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde sie im Jahre 1198, damals im Besitz der Edelfreien von Neufen. Ende des 13. Jahrhunderts ging die Burg an die Herren von Weinsberg, die sie 1301 an das Haus Württemberg verkauften. Mehr als ein Jahr lang wurde der Hohenneufen während des 30-jährigen Kriegs belagert. Mittelalterliches Bett. Die Militärregierungen der Besatzungszonen gründeten 1945-46 die Länder Württemberg, Baden in der amerikanischen sowie Württemberg-Hohenzollern und Baden in der französischen Zone. Als 1948 deutlich wurde, dass für das westliche Deutschland eine Verfassung erarbeitet wurde, ergriffen einige Politiker die Initiative, sie wollten einen Zusammenschluss der Länder im Südwesten. Auf dem Hohenneufen nahm das Übel seinen Lauf. Die Schwaben und die Badenser wurden eins. Ein Widerspruch in sich. Sie kommen aber zurecht. Ein Beweis ist die Eheschließung von Alex und Alex. Wenn ich wäre, würde es dann überlaufen. Ja, du kannst doch nicht raus aus der Nummer. Komm, ich helfe alle hoch. Was kommt denn unter Hopfen? Ein Zweitname Spider-Man, pass auf. Spider-Man. In einer halben Stunde hört es auf. So, jetzt müssen wir mal den Weg finden. Nee, wir müssen auf jeden Fall da wieder runter. Schattler. So, ich gehe schon in die Käsematen. Doch, komm, wir gehen in die Käsematen. Käseautomaten? Ja. Achtung, der ist rutschig. Ja, super, toll. Was macht ihr? Und die Käsematen. Kann man da dann weiterlaufen? Nee. Thank you.
Achtung. Bachlauf unter. Pfeife. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. What a glorious day, and I'm happy today. Ich hab noch eine ganze Runde. Egal. Sie kommen gerade von unten hoch. Wie ist denn das Wetter? Genauso scheiße wie hier oben. Ah, okay. Nachfallen. Hast du gesehen? Nein. Wow. Hab ich mich gefangen? Heute liefere ich nicht. Ja, liefer mal ab. Gott sei Dank. Das war jetzt aber echt knapp. Ja. Hat sich aber gut angehört. Das war ordentlich. Junge, jetzt trumpft er aber auf mit seinem Ersatzshirt. Für meinen dicken Bauch nicht. Da ist ja Ersatzunterhose dabei. Neu. Schön warm. Kaffee kochen. Ja, ja. Ja, das sieht ja geil aus, oder? Die Wolke da